Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Free-to-Play-Check mit Panzergeneral Online. Was auch wieder von Ubisoft ist, ne? Glaube ich müsste. So wie die ganzen Online-Spiele in letzter Zeit. Anno Online, Siedler Online, noch irgendwas online. Was gab's da noch? Heroes of Might and Magic? Ist das auch? Das müsste auch von Ubisoft sein, oder? AKA Blue Byte. Ich glaube. Also ich hatte das Spiel lange rumliegen und Dante hat es mir jetzt auch nochmal empfohlen, dachte ich, und ich hatte gerade Langeweile, dachte ich mir, guck ich mir mal an. Sah nämlich ganz lustig auch, so Hexagon-basierend. Ja, schauen wir mal. Also wir sind an der Reihe, das Kommando zu übernehmen. Panzergeneral Online legt ihnen das Kommando in der Zweiten Weltkriegs in die Hand. Geben sie sich zur Truppenübung. Tutorial, wir machen das Tutorial. Also der Soundtrack ist schon mal richtig gut. Allerdings war der ein bisschen laut. So, das Ausbildungslager. Wenn wir mal gucken, wie die Grundlagen so sind. Ups. Ja, also ich spiele gerade im Vollbild. Daher glaube ich, wenn ich hier nicht irgendwie oben hinkomme oder so, dann poppt das immer auf. Ist halt ein Börserspiel, ne, habe ich noch nicht erwähnt. Ist ein Börserspiel. So, Einführung. Willkommen an der Front, General. Besiegen Sie den gegnerischen General und seine Armee, die sich auf der rechten Seite des Schlachtfelds befindet. Wollen wir nur kurz was checken gleich. Alles ein bisschen laut zu sein. Ich spiele auf Deutsch. Das passt soweit. So. Handkarten. Sie beginnen die Schlacht mit 4 Befehlskarten. Mithilfe dieser Befehlskarten können Sie Aktionen auf dem Schlachtfeld ausführen, zum Beispiel Ihren Einheiten Befehle erteilen. Okay, also wir haben Karten wie bei so einem Spiel schon. Nicht direkt. Es gibt schon ein Spiel, aber das habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. So, Befehlspunkte. Das Ausspielen von Befehlskarten kostet Punkte. Die sehen wir da. Wir haben hier unser General 10. Wenn Sie über keine Befehlspunkte mehr verfügen, verlieren Sie. Okay, also wir haben immer nur eine gewisse Zahl an Punkten frei, um diesen Kampf zu gewinnen, nehme ich jetzt mal an. So, wählen Sie diesen Order-Befehl. Er kostet 0. Okay, es gibt auch welche, die kosten 0. Frag mich nur, warum die dann nicht aufpoppen, wenn ich hier unten rübergehe. Eine Einheit befehlen, anzugreifen oder vorzurücken. Die Order-Karte ermöglicht eine... Okay. Mögliche Ziele werden durch eine rote Markierung hervorgehoben. Also den könnte ich jetzt angreifen, weil ich stehe direkt davor. Die weißen Blöcke sind Lebenspunkte. Die Zahl ist Angriff. Der Zug endet automatisch, wenn Sie Ihren Befehl erteilt haben. Nun rückt jede Einheit automatisch einen Schritt auf die Grenze zu, sofern das möglich ist. Okay. Aber nur bis zur Grenze. Okay. Für diese Mission ist der gegnerische General betäubt. Jetzt sind sie wieder am Zug. Ihnen stehen wieder 4 Befehle zur Verfügung. Zu Beginn jedes Zuges wird ihre Befehlskarte aufgefüllt. Okay. Außerdem wird Ihnen auffallen, dass das Ausspielen der Befehlskarten nun mehr kostet. Okay, also die... Okay. Wenn Sie eine Befehlskarte einsetzen, erhöhen sich die Befehlspunkte Kosten um 1. Okay, ich dachte, das war jetzt einfach nur ein Tutorial, es kosten 0, aber jede Runde kosten die einen mehr. Okay, also muss man doch schon ein bisschen überlegen. Also nichts für mich. Die Befehlskarte kostet jetzt einen Befehlspunkt. Ja, das ist halt nicht. Nun demonstrieren mit... Was? Nun demonstrieren wir den Effekt Vergeltung. Wählen Sie bitte... Warte. Diese Einheit... Ne, was? Diese Einheit. Greifen Sie dieses Maschinengewehr an und studieren Sie den Vergeltungsschaden.
Ist wahrscheinlich, wenn er sich wehrt, nehme ich mal an. Das ist wohl das Rechte, oder? Vielleicht, oder das ist Death, wird uns gleich erklären. So, ja, habe ich mir auch gedacht. Jede Einheit verfügt über zwei Arten von Schaden. Auf der linken Seite ist der Angriffsschaden, auf der rechten Seite der Vergeltungsschaden. Okay, also das ist eine reine defensive Einheit. Also ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Mörser, aber es ist so eine Geschütz-Intersensekt. Okay. Der Schützentrupp kann das Maschinengewehr nicht zerstören, ohne dabei alle Lebenspunkte zu verlieren. Also benötigen wir eine andere Taktik. Boah, ich hab's heute auch mit Lesen. Wir zeigen ihnen die Frontlinie und die Unterstützungslinie. So, die Linie vor der roten Grenze nennt man die Frontlinie. Sie können nur Angriffe auf gegnerische Einheiten von der Frontlinie aus beginnen. Ach so. Also kann der hier gar nicht angreifen. Also muss der sowieso sterben, oder? Einheiten auf dieser Unterstützungslinie unterstützen die Angriffe. Okay. Heißt das, das addiert sich dann, oder was? Oder wie, oder was? Zwei Einheiten, die den Befehl erteilen, anzugreifen oder vorzurücken. Ziehen Sie ihn auf der Unterstützungslinie hinten. Ach so, das geht auch. Okay, also ich kann die einfach nach hinten ziehen, damit die vorrückt. Jetzt können Sie an der Flanke einen kombinierten Angriff beginnen. Der zugefügte Schaden ergibt sich aus der Summe der Angriffswerte Ihrer Angreifenden und Ihrer Unterstützenden. Jetzt habe ich gerade nicht hundertprozentig aufgepasst. War nur das die Unterstützungslinie? Oder war das komplett dahinter? Wahrscheinlich nur das, oder? Also wenn ich den dahin gefahren hätte, hätte ich plus 2 Damage, oder was? Oder zählen nur dieselben Einheiten? Das werden wir mal gucken. Ich tippe mal alle. So. Bereits bewegte Einheiten sind deaktiviert und können keine weiteren Befehle entgegennehmen. Ja, das ist verständlich. Wählen Sie jetzt die Einheit. Okay, also wir machen jetzt 2 Schaden und die hat nur 2. Jetzt ist die Frage, kriegen wir Vergeltungsschaden, wenn wir die Einheit töten können? Die Antwort ist... ja, okay. Also der Schaden wird trotzdem berechnet. Gut zu wissen. Habe ich mir auch gedacht, aber hätte ja auch anders sein können. So. Sie haben eine Bresche in die Reihen des Gegners geschlagen. Die rechte Flanke der Frontlinie und der Unterstützungslinie werden nicht mehr von gegnerischen Einheiten verteidigt. Die gegnerische Unterstützungslinie ist ungeschützt, die Frontlinie ist ungeschützt. Das heißt, wir können darüber marschieren, oder was? Jetzt besteht die Möglichkeit, den gegnerischen General anzugreifen. Ein direkter Angriff auf den General ist möglich, wenn die Frontlinie und Unterstützungslinie ungeschützt sind. Unterstützungseinheiten greifen beim Angriff auf den gegnerischen General nicht ein, okay? Wenn sie ihn angreifen, verringern sie gegnerische Befehlsbefehle, okay. Greifen Sie den Bunker an, um dem Gegner Befehlspunkte zu nehmen. Achso, also das sind sowohl Lebenspunkte als auch eben Aktionspunkte. Befehlspunkte nehmen den Schaden, den Sie dem gegnerischen General zufügen, hängt vom verbliebenen Lebenspunkten der angreifenden Einheit ab. Ach so, okay. Also hätte die jetzt voll Leben gehabt, während sie durchgebrochen wäre durch die Linie, hätte sie 5 Damage gemacht, das ist ganz schön hart. Also muss man echt darauf achten, eine ganze Linie hier sicher zu halten, dass keiner durchbricht. Okay, für einen starken Angriff auf den gegnerischen General sollten wir eine gesunde Einheit an die rechte Flanke senden. Ja gut, normalerweise könnte der Spieler dann natürlich auch überwechseln, ne? Der General macht ja jetzt nur im Tutorial nichts. Eine Doppelaktion, damit der dahin kann. Achso, man kann auch tauschen. Ah, okay.
Kostet dann nur einen. Ich dachte, ich hätte den jetzt dahin setzen müssen, den. Naja, das wäre ja doof. Ja, gut, passt. Die getauschte Einheit ist noch einsatzbereit. Wählen Sie nun diese Einheit für den letzten Angriff. Ja, gut, er hat nur 5. Und zack, und der ist da. Wäre noch für mich die Frage: Führen wir beide die Befehle gleichzeitig aus? Sprich, kann er noch gleichzeitig eine Einheit rüber senden? Oder hat er dann verkackt, wenn ich dann dran bin und ihn finishen kann? Also ich glaube, es war abwechselnd, ne? Also, ups, hab ich hier, weil da oben ist das Vollbildsymbol. Okay, Ihre Belohnung, 15 Erfahrung, Level 2. Güter aufgefüllt. Im Güter sind wahrscheinlich, wie in jedem Free-to-Play-Spiel, irgendwie wahrscheinlich die Währung, wie oft ich spielen kann, bevor ich Geld bezahlen müsste oder wieder warten, nehme ich mal an. Ja. Okay. Weil das sind meine Missionen, oder was? Nehme ich mal an. Ich blicke hier zwar gerade nicht durch, wo ich bin. Lokale Speicherungsabfrage. Panzergeneral Online kann die Ladezeiten reduzieren, indem Daten lokal auf ihrem Gerät gespeichert werden. Kann er ruhig machen. Wie viele Informationen darf Ubisoft auf ihrem Ding speichern? Wenn sie speichern, wie viel sie wollen. So. Okay, Optionen waren nichts Besonderes. Hier haben wir jetzt. Okay, mehr Spieler gibt es noch gar nicht, oder? So, dann muss ich dafür. Achso, Stufe 7, ne? Okay. Ich dachte gerade irgendwie ST7. Irgendwie hier an WoW gedacht. SI7 oder so heißt doch da die Spezialeinheit, den Sturmwind oder so, ne? Sah ein bisschen so aus. Also hier haben wir Übung. Allianzen sind noch nicht verfügbar. Tutorial überspringen. D-Day Anniversary. Stufe 10. Deckbau ab Stufe 5. Okay, was haben wir hier? Handelstickets werden benötigt, um Einheiten auf dem Marktplatz zum Verkauf anzubieten. Okay. Alle 8 Stunden kriegst du wieder so ein Handelsticket. Finde ich das richtig? Ansonsten musst du dir welche kaufen. Für Einzelspielerschlachten werden Güter benötigt. Die Kosten einer Schlacht richten sich nach den Gütern, die die gewählte Armee verbraucht. Okay. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Aber es gilt wohl nur für Einzelspieler, nicht für Multiplayer. Dann ist das Allianzen oder was? Irgendwas steht da noch, kann ich noch nicht sehen. Ab Stufe 6. Das ist Deckbau. Achso, das ist wahrscheinlich. Ne, Deckbau ist ab 5. Keine Ahnung, was das ist. Ups, sehe ich wieder nichts. Auf Stufe 2. Nächste Stufe nach 29 EP. Was haben wir hier noch? Der Shop ist gesperrt, erst ab Stufe 6. Vielleicht ist das auch der Shop. Okay. Wird nur noch ein Fähigkeitspunkt, oder? Darf ich den auch nicht verwenden, oder was? Dann müssen wir wohl weiter das Tutorial spielen. Also bisher sieht das Spiel ganz lustig aus. Ich weiß gar nicht, Panzergeneral war kein Strategiespiel, oder? Also doch, aber nicht so rundenbasiert, oder? Wenn ich mich recht erinnere, es war doch sowas wie Company of Heroes, oder? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Was habe ich denn hier noch? Welcome to the Leader Event. Ja, ja. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Spiel mit Panzer. Und der Soundtrack ist richtig gut. Nur ein bisschen laut, immer gewesen. Vor allem das für mich immer noch ein bisschen lauter ist als für euch in der Aufnahme, habe ich mal getestet. Weshalb ich es nicht so laut für euch machen kann, weil ich sonst mich selber nicht verstehen kann hier. Ich kann natürlich irgendwie meine Stimme leiser machen, dann den ganzen Sound komplett hochdrehen oder so, aber nee, dann kann ich das Ganze nicht so ganz überblicken, also müsst ihr mir verzeihen, falls der Sound und die Musik ein
bisschen leiser ist als meine Stimme. So. Panzerfahrzeuge nähern sich der Front. Nutzen Sie eine beliebige Waffe, die gegen harte Ziele Wirkung zeigt. Harte Ziele? Oh. Unterstützung. Eine Mörsereinheit unterstützt Sie mit Fernkampfangriffen aus der Entfernung. Tipp: Nutzen Sie den mächtigen Zangenangriff, um die gegnerische Linie zu durchbrechen. Okay. Also was? Diese Einheit kann nur mit harten Zielen Schaden zugefügt werden. Ne, was? Kann... Was? Diese Einheit kann harten Schaden... Was lese ich denn da? Boah. Panzer werden auch als hartes Ziel markiert. Ah, okay. Das hier ist... Das hier ist, was sie sind. Das ist, welchen Schaden sie machen. Also, dies ist eine Infanterieeinheit, macht aber harten Schaden. Und das ist... Ah, das macht beide. Okay, das macht 2 an harten Zielen, 2 an Infanterie. Und die Fernkampfeinheiten können aus den hinteren Reihen angreifen. Okay. Also die braucht gar nicht in der Unterstützungsreihe zu sein. Soweit schon mal gecheckt. Müssen wir natürlich kurz gucken. Der würde 2 Schaden machen. An dem würde nicht reichen, würde auch 2 kriegen. Oder? Ne, der macht 0 Vergeltung. Also würde nur 2 Schaden machen. Der würde einen machen, würde reichen. Der würde 2 machen, der zählt glaube ich nicht dazu, oder? Dem kann ich glaube ich angreifen, aber er zählt nicht als Unterstützung, wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben wir denn hier? Ich finde, die sollten aufpoppen, wie bei Hearthstone, wenn du rübergehst. Dadurch erhalte ich 4 Befehlspunkte. Beide Flanken greifen 2-mal an. Neuformierung zwischen den Angriffen. Okay. Könnte ich auch machen, weil wenn der angreift, ist der eh tot. Und der macht eh auch nicht viel Schaden. Ich mache einfach mal Zangenangriff. Kann ich mich 2-mal angreifen, dann bricht der hier zumindest durch. Der hier weiß ich nicht, je nachdem, ob der dazu zählt, wahrscheinlich nicht. Wir testen es einfach mal aus, dann lernen wir ein bisschen dazu. Ah, doch, zählt, okay. Okay, jetzt haben wir so viel dazu gezählt, gelernt. Das heißt, ich gleich, wenn der Sound vorbei ist. So. Denn, was haben wir gelernt? Wir sehen nicht die Unterstützungseinheiten des Gegners, die gelten aber trotzdem auch für Vergeltungsschaden. Das haben wir gelernt. So. Das heißt nämlich, wir können jetzt aber durchgehen und wir können auch einfach den töten. Das ist auch die Frage. Na, wahrscheinlich wird es Karten geben, um auch Einheiten zu spielen, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ansonsten hätte ich ja auch gewonnen, wenn ich alle Einheiten zerstören würde, oder? Dann machen wir mal einen Doppelbefehl. Einmal töten wir die Einheit. Der wehrt sich noch. Egal. Dann machen wir 3 Damage auf dem Bunker. So. Ah, siehst du, habe ich doch gesagt. Also wenn man alle gegnerischen Einheiten zerstört, ist auch vorbei. Okay, haben wir gecheckt.